Operation voll, was? Voll beknackt! Jetzt mach hin und fahr sie alle um, Alter. Ja, weiß ich noch. Das hier musste man auf krank in einer Kombo machen, aber wir dürfen das mit Sicherheit auch so machen. Moment. Jawohl, dürfen wir. Wir können auch einfach, können ja einfach so umfahren. Auf krank muss man das in einer Kombo machen. Das war richtig gut. Fast wie Kung Fu. Bleibt noch eine Aufgabe. Steigt die Leitern hoch und läutet die Glocken. Easy. Wir hoffen, dass die Wachen rauskommen und die Tore öffnen. Ach ja, ist nicht einfach. Ach ja, pass auf, dass du nicht erschossen wirst. Gut, das wäre vom Vorteil, wenn wir nicht erschossen werden. Also gucken wir mal. Oh, das war wirklich einfach. Die haben echt die Tore geöffnet. Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Speichern, jawohl. So. Wenden wir uns gerade mal wieder den Stats zu. Ah ne, jetzt kommt erstmal. What's up? Aren't you stoked by getting Best New Pro? Well, it's not a done deal yet. It's pretty close between me and Eric. Sup, guys? Listen, I've been thinking, we can't keep this up. Remember how I used to torch action figures with you? I acted like a dork, I'm sorry, I got carried away. Aw, I'm touched, really? Now get out in front of those cameras and earn your keep. It's so good, we can't go skating right now, look at these tanks. Pam Majora ist aber der Geilste. So, Kapitel 21, Zeit zum Skaten. Alter, übel. Ich habe einfach weniger Parts als Kapitel, oder? Ich weiß nicht genau, wie der wievielte Part das hier ist, aber... So, Rodney Mullen. Oh, ein großer Skater, meine Damen und Herren. Rodney Mullen, warum hängst du hier rum und frierst dir den Arsch ab? Daran kann ich mich nicht gewöhnen. Mach's wie ich. Hüpf rum, um dich aufzuwehren. Ah ja, ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, da habe ich nie gewusst, wie man Manual macht. Und habe dann hier übel lang gehangen. Und das irgendwie machen musste, das hier oder so. So, irgendwie habe ich die Hälfte schon verkackt. Aber ist egal, wir kriegen es locker hin. Hä? Wann jetzt? So, Handstand. Zack. So, Rodney Mullen hätten wir schon mal überzeugt. Und jetzt schauen wir uns nicht die Ziele an, du Idiot. Sondern die Stats. Löb haben wir voll. Ja, er fehlt uns nur eins. Lauf. Ich bring 40 Fuß hoch, Alter. 8 Flip-Tricks in einer Kombo. Beziehungsweise 10 Flip-Tricks in einer Kombo. Easy. Leute, richtig easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kennt ihr das? Pfefferkörner. Ich habe mich jetzt natürlich voll verzählt. So viele sind es nämlich noch nicht. So, jetzt noch ein und dann... Ja. Und da haben wir auch noch eine 15-Trick-Kombo gelandet. Auch nice. Wie ging das Lied von den Pfefferkörnern? 2, 3, irgendwie so. 7, 8, auch keine Ahnung. Stats ansehen. Also nicht, dass jetzt irgendwer meint, ich guck noch Pfefferkörner. Ich habe geguckt, als ich, keine Ahnung, 10 war oder so. Was weiß ich. Zeige den Nosegrind dreimal in einer Kombo. Den Nosegrind. Das dürfte ein ganz normaler, ein relativ normaler zumindest sein. Soll's grinden. Ey, Alter, willst du mich verarschen? Grind. Hallo? Guck mal, wie schräg ich da drauf zufahre. Also, hier ging jetzt nicht. Moment. Testen wir jetzt mal aus. Guck mal, wie schräg ich drauf zufahre. Aha, jetzt macht er einen Grind. So, das war der Nosegrind. Sehr schön. Weiß schon mal, wie der geht. Oh, das war ein Wally. Moment, das sollte hier eigentlich gut gehen. Oh, du Idiot. Was macht denn der? So, Nosegrind 1. Nosegrind 2. Ja, Moment. Und Nosegrind 3. Das müssen wir den anderen. Wie geht der andere? Crooked oder so heißt der? Testen wir den mal. Wie geht der denn? Wie geht denn der Crooked? Nö. Keine Ahnung. Nein, dann lassen wir den weg.
Dann haben wir bei Flip, ne, bei Rail eben 8 von 10 Manual. Zeig ein Manual zweimal in einer Combo, zeig einen Pogo zweimal in einer Combo. Das ist auch super einfach. Guck mal, da steht ein Kameramann. So. Na, Moment. Machen wir das einfach so. Ich wusste gar nicht, dass es das hier gibt. Nose Pivot, Pivot. Achso, ne, das heißt dann anders. Ah, okay. Moment. Was nochmal neu? Erster. Zweiter. Dritter. Vierter. Fünfter. Und abgelegt. Scheiße. Aber das ist wirklich jetzt kein Problem. Das schaffen wir. Ich mache zuerst dann mal die Pogos. So, zack. Das waren die beiden Pogos. Also Pogos einfach zweimal Y. So, und der fünfte. Gut, Manual hätten wir damit auf 10. Spin. Oh, 8 Grabs in einer Combo. Ebenfalls easy. Oh, das war dumm. Okay. Moment. Aber das ist wirklich einfach. Das schaffen wir. So. Einfach jede. Oh, was war denn das? Wo hat denn der jetzt gehangen hier auf einmal? Hä? War denn das? Seit wann kommt man da nicht auf den Boden auf, sondern sonst irgendwo? So, 6 haben wir. Und die letzten beiden hätten wir damit. So. Ziele ansehen. Quatsch. Moment mal. Kann man auch... Ich jetzt mal gerade... Zählt das hier jetzt als eine Air-Combo, wenn ich das hier so mache? Nee, okay. Zählt nicht als eine Air-Combo. Sonst wäre es relativ einfach. Gut, nochmal Stats ansehen. Tempo noch. Ah ne, und hier noch. Lande 1, eine 20-Trick-Kombo und eine 250.000-Punkte-Kombo. Das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir in einem einzigen Trick hin. Denn in der Regel ist eine 250.000-Punkte-Kombo auch eine mit 20 Tricks. Oder, na, nicht unbedingt, aber könnte auf jeden Fall so sein. So, ich bin jetzt hier so nah an diesem Rail-Ding, weil ich jetzt gleich, wie ihr euch wahrscheinlich gedacht habt, da reingehen werde. Moment, wenn man das anders, ich starte hier mal mit einem Trick hier drüber. Boah, ist viel zu früh. Ach so, jetzt wollte ich Level neu starten schon machen, alter Falter. Viel zu früh den Reverse eingeleitet. So. Oh ja, so und jetzt. Ist auch geil, jetzt haben wir sogar schon eine 3, fast eine 20er. Ja, aber die 20-Trick-Kombo haben wir, die andere auch. Also machen wir das jetzt so. Bam. Jetzt hätte ich zwar gerade, oh, 309.000 Punkte, ja. Jetzt hätte ich zwar auch gerade können unseren Rekord mal übel brechen, aber ich habe mir gedacht, ach komm. Der Rekord ist jetzt auch nicht so wichtig. Wenn ich da ein bisschen versuchen würde, würde ich es schon besser hinkriegen als nur 200.000. Könnten eigentlich auch mal wieder ein bisschen skaten. Bisschen durch Moskau. So, bam. Ah, waren 262.000, weil ich kein Manual drin hatte. So. Würde sagen, wir machen weiter mit den Zielen, ne? Da hinten stand doch schon irgendwo wer. Da habe ich mich da jetzt verguckt. Hier vielleicht? Ne. Gut. Dann gehen wir jetzt eben mal hier durch, weil das können wir ja mittlerweile jetzt. Ihr müsst ja dann auch irgendeinen Auftrag für uns geben. Aha, hier ist wer? Der Schneemann. Nee, Todd. Hey, ich will dich in der Luft sehen. Mit allen Reportern hier sollte dir das doch leicht fallen. Versuche fette Punkte zu machen, während sie dich filmen. Unreal TV dreht eine Story unter der Lenin-Statue, in der Lenin als Roboter wiedergeboren wird. Aha. NSBC dreht eine Korruptionsgeschichte in der Nähe von St. Basil. Aha.
Achso, wir müssen da jetzt erstmal hin, oder was? Wo ist denn das? Ich bin irgendwie gerade falsch gefahren. Da müssen wir hin. So, an dieser Statue muss ich jetzt... irgendwie Punkte machen. 60.000, Alter. So, die haben wir jetzt. Und weiter geht's. Wie war's das jetzt, oder? Wieso kam jetzt kein so Erfolgding wie normalerweise? Komisch. Aber hier unten habe ich noch einen... jawohl, da habe ich schon einen Auftrag gesehen. Hey, achso, sorry, ich war irgendwie gerade... hey, warum belagern nicht so viele Reporter? Oksana Fedorov. Ich war mal bei Zirkus. Ich kann meine Beine hinter meinen Kopf klemmen. Na egal. Jetzt bin ich Schauspielerin, aber zeig mir doch mal, wie gut du die Balance halten kannst. Gott, also dann machen wir einen 20.000er Manual. Alter. Fast nur in die Hose gegangen. Wow. Wenn du nicht so, wenn nicht so viele Reporter zuschauen würden, würde ich dir auch was zeigen. Oh, bye bye. Schade, dass so viele Reporter da sind. Naja, komm ich einer. So, wo sind wir denn? Was müssen wir noch machen? Was müssen wir noch machen? Wo sind denn noch Ziele? Wo sind noch Ziele, Mesdames et Messieurs? Da! Da ist noch wer. WTF, was ist das für einer, ey? Yo, kannst du Carlo? Kennst du Carlo? Brauchst du Arbeit? Zeig mir, wie gut du Moskau kennst. Wenn du ein paar gäbst, dann bekommst du später vielleicht Job. Zu viel Medien hier in letzter Zeit. Finde 5 Gaps. Das dürfen wir aber eigentlich hinkriegen. Moment mal. Also die erste sollte mir relativ... das, da ist doch eine Gap, oder? Wenn ich hier drüber springe. Also hier bei dem mittleren, oder? Nee, doch nicht. Wenn ich hier drüber springe... auch nicht. Aber ich glaube hier der Caveman... da war... das war einer, oder? Natürlich am Rohr. Hm, auch nicht. Aber ich weiß, wo auf jeden Fall Gaps sind. Nämlich hier. So. Und hier auch. Und hier wahrscheinlich. So, 4 haben wir schon mal. Für nur noch eine, ja, aber den müssen wir eigentlich auch noch hier kriegen. Das hier dürfte ein anderer sein. Nee, doch nicht. Hier vielleicht, ne? Ja, irgendwo muss doch noch ein Gap sein. So schwer sind die eigentlich nicht zu finden. Das Lied gerade, das gerade läuft, ist typisch Tony Hawk's Underground 1. Ja, man muss, wenn man so solchen Skatern wieder hinterher fährt, die fahren immer Gaps. Hä, war das hier jetzt gerade keine oder was? Das war doch eine.